Pompa Mare da Charlie Papa 252. Missione seguita, abbiamo catturato le due persone, dirigiamo per il rientro. Benzin nicht gewesen wäre. Wenn die grünen Steine nicht gewesen wären. Wissen Sie denn, was das für welche waren? Smaragde. Oh. Aber synthetische Igmeralde. Ich habe sie untersuchen lassen im Kristallographischen Institut. Kein Unterschied zu natürlichen Steinen. Ja, aber radiotopografisch? Absolut fehlerfrei. So? Ja, da müssten sie einiges wert sein. Etwa 1 Million in dieser Größe. Wow! 1 Million! Das hätte ich vorher wissen sollen. Dann hätte ich mir mein berühmtes kleines Häuschen im Grünen gekauft. 1 Million. Wissen Sie, damals, 1945, als ich mit den Amis nach Westen gegangen bin, da habe ich mir die Dinger bloß so als Talisman eingesteckt. 1 Million. Wäre doch wirklich schade, wenn die der Ivan geklaut hätte. 1 Million. Warum haben Sie eigentlich die Sache mit dem Rollstuhl gemacht? Kleine Vorsichtsmaßnahme. Ein Rollstuhlfahrer kann nicht türmen. Aber wir sind getürmt und Sie haben sich auch noch von mir schieben lassen. Im Zweifelsfall hätte ich ja immer noch sagen können, Sie haben mich entführt. Meinen Sie, Massimo lässt Sie in Ruhe? Sehr gut. Herr Becker, was wird mit den Sachen im Safe? Lassen Sie sie, wo sie sind. Ich glaube nicht, dass die mich in der nächsten Zeit nach Zürich lassen. Die Safe-Gebühren, die überweise ich dann.